Wir haben eine richtige traurige Nachricht bekommen. Ich halte hier einen richtigen langen Brief in der Hand von der lieben Linda. Wir nehmen uns das auch richtig zu Herzen und wollen auch helfen, wenn ihr uns schreibt. Lindas Mann, Chris, ist mit 26 Jahren verstorben und hat eine Frau und einen Sohn hinterlassen. Chris war ein Riesenfan von uns und hat mit seinem kleinen Sohn jedes Video von uns gesehen. Liebe Linda, hiermit sprechen wir unser Beileid aus. Es tut uns sehr leid. Liebe Linda, du schreibst, dein Mann und dein Sohn hätten uns super gern besucht. Durch den tragischen Tod deines Mannes geht das leider nicht mehr. Jetzt haben wir uns entschlossen, euch, dich und deinen Sohn hier auf der Sportanlage einzuladen. Du und dein Sohn seid jetzt recht herzlich eingeladen auf ein Wochenende hier. Dein Sohn kann Trecker fahren, kann mithelfen, kann mit uns ein Video drehen. Da würde sich sicher richtig dolle drauf freuen. Wir freuen uns auf euch. Schreibt uns, kommt auf ein Wochenende vorbei. Und dann erleben wir ein ganz tolles Wochenende. Und da dein Sohn auch ja ein riesen Fußballfan ist, muss er Elfmeterschießen gegen mir machen, die Katze von Ansing. Also, freu dich drauf. Liebe Leute da draußen, wir setzen uns gerne ein. Natürlich können wir nicht überall helfen, aber wir tun immer das Bestmögliche, was wir können. Entschuldigung, da wird gleich wieder lauter wird. Wer jetzt einen Kopfhörer auf hat, der soll die abtun, weil ich hab schon wieder so eine Krawatte. Das kann alles nicht wahr sein. Mir hat der ist schon wieder da, der Holzfuß. Wer? Der Holzfuß. Kollege Holzfuß, wo Maulwurf? Der Maulwurf, der tut mir so die Ballhecke ruinieren, der kann mir, guck dir die Scheiße an. Sogar unter dem Baum kommt der durch. Der wird sowas von schlecht, der tut unter dem Baumwurzel durchbuddeln. Warum lachst du da jetzt drüber? Weil das witzig ist. Was ist witzig? Dass da ein Maulwurf unter dem Baum hochgeht. Da lachst du jetzt drüber. Was soll ich denn machen? Soll ich weinen oder was? Ja, das ist doch schlimm genug wie jetzt. Du bist, wenn er jetzt auf dem Sportplatz schon landet, was würdest du dann sagen? Knoblauch rein. Ja, Knoblauch rein. Ich knoblauch dir gleich ein. Guck dir das doch mal an. Ist der Maulwurf Koks oder was macht er hier? Wir müssen eine neue Maulwurfsperrung haben. Kotz mir sowas von ein. Wir predigen seit Monaten, dass wir eine neue Maulwurfsperrung haben müssen. Seit Monaten predigt er drüber. Aber bis da ist er jetzt. Da muss ich jetzt was zwischensetzen, dass er nicht da ist. Wenn er nämlich da drauf ist, dann kann ich nämlich wieder beim Vorstand antanzen kommen. Warum ist der Maulwurf da? Aber ich hab den jetzt ja gesagt. Maulwurfsperrung. 80 rein und dann ist das gut, dann geht er nicht mehr durch. Udo muss Meierwerf retten, Udo muss die Welt retten, Udo muss Platz retten, weil ohne Udo geht nichts. Haben wir nicht vor Wochen schon gesagt? Mit seinem Körper, der das Schild aufstellen soll. Das fällt dir jetzt erst auf, da bist du gerade dreimal dran vorbeigelaufen. Jetzt. Ich hab da den Maulwurf war noch wichtiger. Und dann ist mir das wieder in den Kopf geschossen auch. Maulwurf macht Wahlwerk kaputt und das ist natürlich wichtiger. Ja, jetzt kommt dein Spruch wieder. Natur. Hä? Hab ich noch nie gesagt. Doch, hast du auch schon gesagt. Hast du einen Schlüpfer geraucht heute Morgen? Oh, wow, bist du durcheinander am Gehirn? So. Ich hab noch nie gesagt Natur. Seit Wochen und Monaten hast du das Wort Orr war nicht mehr gesagt. Und jetzt fängst du wieder damit an. Ja, weil das keinen Sinn ergibt, was du sagst. Was gibt es keinen Sinn? Der Maulwurf, der gehört zur Natur. Das habe ich aber doch noch nie gesagt. Doch, wo? Hast du mir da hinten mal erzählt. Was? Das ist genauso mit dem Igel. Das ist Natur, hast du gesagt. Der Igel braucht die Natur. Ja, der wohnt nicht in der Stadt im 8. Stock in einem Apartment, du Grottenolm. Das weiß mir auch klar, dass der nicht in einem Apartment wohnt. Am besten auch mit einer Dusche dabei noch, richtig schön. Wa? Machst du da? Maulwurf-Ärger. Bist du mittlerweile durcheinander? Pass auf, jetzt erkläre ich dir mal was. Ja, erklär mal was. Jetzt versuche ich dir das zu erklären mit dem Maulwurf, was Zusammenhänge ist. Ja. So, wenn es ruhig ist, also kein Spielbetrieb ist, dann haben wir immer meistens viele Maulwürfe, ja? Sind wir hier aber an Gange mit dem Trecker oder mit dies, dann ist der nicht so schnell da. Ja, du hast die letzten 6 Wochen hier ja auch nichts gemacht. Der hat auch hier geschneit und alles. Was willst du denn machen? Soll ich Schnee vom Blatt abschieben oder was? Du hast deine letzten Gehirnzellen auch mittlerweile weg. Ja, aber was oxidierst du jetzt hier rum wie so ein Schatten? Hol dein Knoblauch und knall das in den Hügel rein. Aber wenn ich noch Knoblauch hab, dann mach ich das auch. Haben wir hier mal Knoblauch am Mann? Nein. Ja, musst du als Platzwart doch haben. Ist doch dein Wundermittel, sagst du. Ja, aber der Duft geht doch, der Knoblauch, der verrät doch irgendwann. Da kannst du ja nichts mehr mit anfangen. Kann du nur frisch Knoblauch kaufen. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo ich anfangen soll. Das Schild ist noch kaputt. Die Maulwürfe sind da. Die Bande da hinten ist noch kaputt. Wo soll ich anfangen? Und wo endet's? Ja, organisier das doch.
So. Wolltest du gerade ausrasten? Nee. Nee. Komm du jetzt auch mit irgendwie ein anderes Projekt dazwischen? Hab ich nicht. Versprochen? Versprochen. So, gut. Dann kann ich jetzt planen und kann das umsetzen. Ja, du brauchst ja 4 Wochen, um zu planen. Und dann merkst du nach 4 Wochen, okay, war falsch geplant, muss nochmal planen. Ja, dann ist wieder Sommer. Ja, mach ich nicht. Ich hab noch 6 Wochen Zeit bis zum Punktspielstart. Was wollen wir jetzt machen? Udo, du bist hier Platzwart. Du fragst mich immer, was wir machen sollen. Du bist doch hier Platzwart. Ja, dann weiß ich schon, wo ich anfange. Wo denn? Torwart hinten, die Blätter weggepustet. Die werde ich jetzt einsammeln, dass die nicht wieder zurück mit Wind wieder auf den Platz wegen können. Und was tut mir dann? Trecker holen. Das kann nicht wahr sein! Warum guckst du denn da? Da ist der ganze Lack an der Seite ab. Wo? Da ist kein Lack ab. Da ist doch vorne bist du gegengefahren. Nein! Hier mit dem Reifen. Nein, da. Bist du eigentlich hier bin ich. Das ist doch schon verrostet, du Dumpel. Da vorne ist der Lack doch weg. Du hast einen an der Waffe, das ist schon Roststellen dran. Du hast einen an der Waffe, hast du. Jetzt machst du wieder einen Hermann draus. Der ist so uralt, da bin ich damals woanders gegengefahren, glaube ich. Nein, das ist jetzt gerade passiert. Welche? Das ist jetzt gerade passiert. So, liebe Zuschauer da draußen. Seht ihr die Roststellen? Sagt, was kann das schnell rosten, ne? 2024 ist mein Jahr und das ist nicht gewesen. Udo, jetzt kommt er wieder. Nee. Warum? Weil ich jetzt wieder Stinkmauer bin. Das ist doch so. Stinkmauer. Stinksauer bin. Weil das doch sind doch Roststellen drauf. Nein, der Trecker ist jetzt mittlerweile. Du bist auch gerade nicht gegen das Tor gefahren. Nein! Und was? Wie? Was? Bist du da gerade gegengefahren. Ich hab das auch auf Kamera. Mach ihm kurz Kamera aus. Hör mich auf, hier in eine Bordeaux zu bringen. Das ist mein Jahr 2004. Mach die Kamera aus! Mir ist entgegengefahren. Schneidest du einfach raus. Und außerdem... Wieso passiert dir das immer? Ich wollte nur Blätter aufsammeln. Nur Blätter. Und dann machst du hier wieder Unruhe ohne Ende. Kannst du mich ein Stück mitnehmen? Nee. Jetzt ist auch der Motor noch kaputt, oder was? Nee. Den muss ich vorglühen. Weil ich Dinge ja gleich wieder ausgemacht habe. Ich wusste gar nicht, dass der Trecker so langsam fahren kann. So langsam ist Udo nämlich noch nie gefahren. Warum haben wir das Ganze jetzt heruntergeboostet? Weil ich vom Porsche schon Verbot gekriegt habe, mit dem schweren Trecker auf den Platz zu gehen. Weil das zu nass ist. Ist auch richtig so, weil ich mache mir das immer so leicht und fahre da schnell rüber. Aber die Rillen werden zu tief. Bist du fertig? 1A. Ja, 1A-Qualität wieder. Also hier wieder 1A blitzeblank. Alles blitzeblank. Tada! Da brauchst du nicht viel! Ich wusste, dass du mir wieder reinrennst. Ja, ich aus den Augen, aus dem Sinn, ne? Nee, den falle ich jetzt weg und dann fahre ich da auch an. Dann fahre ich da noch. Das ist versprochen. Das werde ich gleich dem Abhaken da. Versprochen, ich werd's machen. Ich bleibe hier, ich guck mir das an. Ja. Wilfried, du schlöpfen Bulli. Geh dann jetzt weg mit deiner Kamera, ich muss Papa sauber machen. Ich dachte, der ist sauber. Nee, Bulli stand da noch im Weg, aber du stehst da hier hinter. Ist mir auch egal, dann hast du 2 Kameras. Hör auf, mir abzuhalten von der Arbeit. Ich hab doch gar nichts gesagt. Nee, aber wenn du hier... Du hältst dich doch selbst, du kommst ja wieder von alleine auf mich zu. Pass auf, ich wollte die Schlüssel hingehen, dass du die wieder dahin legst, wo sie hingehören. Und wenn du da so stehst mit der Kamera, weiß ich genau, da kommt gleich irgendwie noch ein Unfug von dir wieder. Nee. Du hast letzte Woche genug abgekriegt. Deswegen hast du heute Video gucken mit System mit Udo, dir dabei zugucken, wie du 44 Mal mit dem Trecker umdrehst, um hier die Flächen sauber zu machen. Das ist mir nicht ganz geheuer, was du jetzt sagst. Ich mach nix. Ey, da kommt wieder was nach. Das weiß ich. Rätsel an euch Zuschauer, da fragt man sich jetzt tatsächlich, wie denn immer hier diese Spuren auf dem Parkplatz kommen. Udo, Parkplatz 1A, wieder sauber. Udo, man sieht da hinten. Ja, du hör auf, nimmst du nicht jetzt immer die Zeit. Das muss eben rausgehakt werden.
hättest du noch vorher machen können. Ich liebe es, dir einfach nur bei der Arbeit zuzuschauen. Ja, warum? Ja, weil das witzig ist. Nee, weil du mich da ein bisschen ärgern kannst. Das ist das Problem. Du ärgerst dich doch selbst. Ja, dann ist das Zimt hier noch. Nee, das hab ich ganz vergessen. Ich wollte dir vielleicht sagen, vielleicht habe ich die Blätter hier weg. Vielleicht ist der Parkplatz hier nur vielleicht sauber. Weil das ja mein Jahr 24 wird. Vielleicht wird das mein Jahr 24. Ich vergesse immer, das vielleicht zu sagen. Der fährt ja sich... Ja, was, das hat er jetzt gemerkt. Was ist? Nichts, gar nichts. Wieso drehst du denn wieder um? Warum drehst du denn wieder um? Warum ich umdrehst? Klappen hoch sind und ich bin festgeschraubt. Und kann ich besser hinkommen, um zu fahren. Der Rest bleibt dann fürs nächste Jahr liegen. Was machen wir jetzt? Nichts mehr. Wir machen morgen weiter. Heute muss ich mir in allergrößter Form bei Wilfried und Torben entschuldigen. Ich mache das auch ja noch nicht mal zugeben. Aber ich muss das ja zugeben. Bevor die Entschuldigung kommt und worum es geht, muss ich mir erstmal einen Maulwurf bekämpfen. Ihr wisst ja, Udos Geheimrezept, Knoblauch gegen Maulwürfe, hilft immer. Entschuldigung muss erstmal warten, mir muss Maulwürfe machen. Machen? Willst du jetzt Maulwürfe befruchten oder was? Nein! Willst du jetzt Jurassic Park, Udo? Nein, wirklich, ich muss erstmal hier die Zähne reinhauen. Ja, dann mach doch. Ja! Quatsch mich da wieder so blöd. Ja, ihr Lieben da draußen, Gärtner-Tipp gegen Maulwürfe, Knoblauch in den Tunnel hauen. So sollte das am besten aussehen. Schön klein gehauen, dass sich der Geruch entfalten kann. Geruch. Was laber ich da für Dünnschiss? Dass sich die Gerüche durch den Tunnel falten können. Herrgott, nochmal, Maulwürfe können keinen Gestank. Da könnt ihr auch wilde Schlüpfer reinlegen. Das können sie auch nicht ab. So, fertig. Die anderen lassen wir da, da kann er sich da austoben. Was ist das denn für ein Bullshit? Nee, da geht er zum Platz und wir wollen ja da nicht, dass er zum Platz geht. Wenn ich die als Aufholz stecke, dann sucht er sich einen anderen Weg und dann geht er doch auf den Platz. Das ergibt gar keinen Sinn. Du hast einfach nur keinen Bock, da hinten noch was reinzustecken. Sag mal nochmal, mach ich. Komm, lass es. Eigentlich wollte ich mich entschuldigen. Aber bevor ich mich entschuldige, der Platzwart Udo, gerade den richtig der Arsch. Was ist das? Ein Container. Was? Wie sieht das da aus? Wie Sau. So, und wer war's? Wilfried. Hast du da eindeutige Beweise für? Hat Torben mir erzählt. Okay. Ansage an Wilfried. Bis morgen hast du Zeit, das Ding aufzuräumen. Da steht ein brandneuer Besander drin. Für fast 2000 Euro. Da steht unser Erdbohrer drin. Das wird einfach da so rübergefluppt, oder was? Scheinbar hat Wilfried irgendwas im Schuppen gesucht. Hat irgendwas aus dem Regal gerissen, alles ist zusammengefallen und dann hat er es nicht mehr weggeräumt. So hat Torben das erzählt. Und dann wird Stillschweigen gemacht, wird nichts gesagt und nach ein paar Tagen später gehen wir hier rein, dann sieht das so aus und was deutet er darauf hin, dass ich das wieder war? Weil er schweigt. Das ist aber auch schon deine Handschrift ab und zu. Du hast es auch mal geschafft, einen Rasenmähertrecker hochkant in die Garage zu stellen. Richtig. Aber diesmal bist du nicht schuld, Udo. Danke, danke, endlich mal. Wird einer das mal so sagen, aber ich muss. Was soll die Scheiße? Warum macht er das? Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Die Pumpen hat er nämlich gesucht. Die waren ganz unten drin. Weil wir da mehrere von hatten und er brauchte zwei für dein Elternhaus. So, das soll aber heute nicht das Thema sein. Satan nochmal! Geht der Stiel auch noch so hoch? Da werden wir in den nächsten Tagen klären. Das Thema ist erstmal vorne wo wir jetzt hingehen. So, mir will die Stimme auch nicht trüben, weil wir auch was Positives mit Wilfried haben und da gehen wir jetzt hin. Wir haben vor ein paar Wochen haben wir ein Video gezeigt, wo Wilfried und Torben die Kabine umgeräumt haben, ohne zu fragen. Mir hat sich da tierisch drüber aufgeregt und es haben sich auch einige von euch da draußen aufgeregt. Was Wilfried und Torben hier geleistet haben, wird euch umhauen. Darum sage ich jetzt offiziell, Entschuldigung Torben, Wilfried, krasse Arbeit. Brandneuer Fußboden. Und ich schwöre euch, da haben Wilke und Udo nichts mit zu tun. Schwören wir beide wirklich, haben wir wirklich nichts mit zu tun? Das haben die beide alles selber organisiert und das hat uns einfach umgehauen. Hier bin ich, ein toller Fußboden, Parkettboden, richtig toll geworden. So, hier, der ehemalige Fitnessraum, neuer Fußboden drin. Die Wände sind gestrichen, die Decken sind gestrichen, die Wand ist gestrichen. Also richtig top geworden. Wir haben auch ja ganz viele Kommentare gelesen, wie viele über euch, über die beiden geschimpft haben. Und ich muss sagen, nein. War zu Unrecht. Die Räume kann man viel besser benutzen und alle Spieler sitzen jetzt zusammen und da haben sie recht. Hier sind wir
ehemaligen Umkleidekabine, da haben sie komplett umgebaut zum Fitnessraum. Viel mehr Platz, alles sauber gemacht, top Arbeit geleistet, wirklich. Bilder an der Wand, ja. Die Wände zugespachtelt, die Löcher, also sie haben hier wirklich was weggerissen. Richtig, und Chapeau, Wilfried und Thorben, Entschuldigung. Chapeau. Ja, dann Chapeau, Wilfried und Thorben. Also top Arbeit geleistet, ich bin stolz auf euch beiden, weiter so. Allerhand, wenn man den Raum hier anschaut, da könnt ihr auch gerne mal in den Kommentaren oder in die Kommentare einen Daumen da lassen und richtig die beiden mal loben. Das Bild, was mich da zeigt, das war gegen Pott-Originale im Sommer, wo wir das Spiel gemacht haben. Da war ich eine Halbzeit im Tor. Genau, das Spiel hat aber auch für das Ahrtal über 60.000 Euro Spenden erwirtschaftet. Richtig. Und du, Klöte, bist danach verletzt aus dem Tor. Und wer ist in Jeans ins Tor gegangen? Du. Ich war dann in Jeans im Tor für dich. Ich habe mehr gehalten als du. Ja, und ich hatte mich auch schwer verletzt mit den Fingern. Ja, hier ist noch ein Foto, da ist sogar Wilke noch mit drauf. Das war Trainingslager Borkum. Wo ist Wilke? Da. Wenn man sieht, dass ich 2 Meter bin und mal schaut, wie viele große Leute wir in der Mannschaft haben. Ja. Wo bist du da? Du bist da auch hier da. Wo bin ich? Hier mit Bierpilze. Oh ja, Bier. Ja, aber komm, soll ich die Geschichte mir erzählen, wo du über die Hügel hochgelaufen bist? Typ, der 140 Kilo wiegt, hat den ersten Trainingstag voll mitgemacht. Also wirklich, ein Chapeau. Also da hast du wirklich alles gegeben. Aber am nächsten Tag, da warst du fertig. Ne? So, alle Ehre an Wilfried und Tom. Wir müssen jetzt aber nach oben hin, weil wir jetzt den Gewinner der Schweißmaschine bekannt geben. Und einen neuen Preis haben und für die Zuschauer. Neuen Preis, richtig. Also ab nach oben. Ab nach oben. Wir haben einen neuen Gewinner für das Schweißgerät. Und wir hoffen, dass er sich diesmal meldet. Weil der letzte Gewinner hat sich nicht gemeldet. Sein Pech, euer Glück. Gewinner ist Oldtimer Schrauber 93. Wir blenden hier eine E-Mail-Adresse ein. Bitte dort melden. Weil wir ja wollen, dass jeder gewinnt bei 407.000 Abonnenten. Also müssen wir die nächsten Jahre viele Geschenke verlosen. 407.000. Ja, 407.000. Werden wir jetzt wieder ein Geschenk verlosen. Und hier eure neue Chance, ein Einhell-Winkelschleifer. Um dieses Gerät zu gewinnen, schreibt ihr uns in die Kommentare. In die Kommentare. In die Kommentare, warum gerade ihr diesen Winkelschleifer gewinnen sollt. Schreibt doch gerne mal was Lustiges drin. Wir lachen gerne. Weil viele Leute schreiben immer witzige Kommentare und das ist auch immer lustig. Lasst einen Daumen nach oben da. Wir würden uns freuen. Und kostet auch kein Geld. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, lasst gerne ein Abo da. So, nun ist auch Feierabend. Wir sehen uns Sonntag, 18 Uhr. Und nicht vergessen, alle einschalten.